Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stranger of Paradise. Ja, wir sind heute bei Folge 16 tatsächlich. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start in diesen Sonntag. Wir haben hier immer Fortsetzen gedrückt, oder? Schon ein bisschen her. Mirage des Kristalls ist eigentlich unsere nächste Zone. Auenwald der Verzerrung. Haben wir erledigt. Indigo, blaue Echos, Verdammnis. Das haben wir noch nicht gemacht. Wollen wir mal zurück in den Auenwald vielleicht, ne? Wollen wir mal zurück in den Auenwald? Komm, wir gehen mal zurück in den Auenwald. Was gibt's denn hier? Belohnung. Silber Insignia, Schmiedekunst 1, Anima Splitter. Ja, wir gucken mal, was passiert. Hier liegen die Erinnerungen einer verlorenen Seele, einer gütigen Fremden. Zum Schutze der Unschuldigen brächte sie unermüdlich ins Herz der Finsternis vor. Eines Tages erfuhr sie, dass eine Verzerrung der Ursprung allen Leids auf der Welt war und machte sich auf, um diesem Umstand auf den Grund zu gehen. Nach ihrem Ziel fand sie ein winziges Monster vor, das von unfassbar großer Finsternis erfüllt war. Als sie sich ihr zuwandte, wusste sie sofort, dass dieser Gegner ihr überlegen war. Das ist echt scheiße, dass das so durchläuft, immer noch. Ich kann es nur wiederholen, sorry. Als es sich ihr zuwandte, wusste sie sofort, dass dieser Gegner ihr überleben war. Mit einem einzigen grellen Schrei zerschmetterte sie der grenzenlose Hass des Monsters und mit einem letzten Atemzug erlosch ihr Leben. Jetzt treibt sich der Geist der Fremden hier herum. Der Hass auf die Kreatur, die für ihren Tod verantwortlich ist, bindet sie an diese Welt. Sie leidet in der verzweifelten Hoffnung, dass sie jemand von den Fesseln ihrer Reue befreit. So, ich kann das leider auch nicht anhalten. Schwierigkeit gerade an. Nein. Ja, wir starten diese Mission. Wir haben... Dimension 13 ist ein seltsamer Ort, der von göttlichen Maschinen erschaffen wurde und von diesen beherrscht wird. Obwohl sie erst... kürzlich entdeckt wurde, scheint bereits ein enormer Aufwand betrieben worden zu sein, um herauszufinden, ob die für die Verzerrung der Welt benötigten Elemente in dieser außerplanaren Taschendimension vorkommen. All die harte Arbeit schien recht eindeutig auf dieses eher aquatische Gebiet hinzudeuten. Es sieht aus, als bedürfe es lediglich der schlichten Manipulation örtlicher Wetterlagen, um innerhalb einer Biosphäre unnatürliche Verzerrungen zu verursachen. Das Ergebnis? Ein Finsternisgenerator. Hier zeigt sich das Resultat eines verdorbenen Plans, der für ein wahrlich faszinierendes Spektakel sorgt. Ja, wir sind ein bisschen Gott, mal wieder. Was willst du sagen, wo sind die denn? Ich hab schon Angst, dass wir jetzt hier alleine rumlatschen müssen. Die schöne Kristalle. Wir beginnen nicht Wiege des funkelnden Riffs. Wir beginnen nicht am Ende, wie manchmal. Wir sind noch Ronin und Schwarzmagier. Machen auch den Ronin erstmal zu Ende. Nein, das ist nur Schatten. Das ist nur Schatten. Und sie ist Rotmagierin. Und er... Was ist er? Er war Dieb. Genau, sie ist Rotmagierin und er ist Dieb. Da oben. War zu schnell. Oh. So, bevor wir hochgehen, schauen wir mal hier. Überlege ich natürlich. Kann beide Seiten hoch, oder was? Ach nee, hier ist so eine Kiste. Vendetta Gauntless. Bringt uns nichts, sind wir schon so stark. So, hier haben wir Wasser. Hier haben wir ein Seil. Muss die es in der Schule machen? Ich zum Glück nicht. So, Schwert ist erstmal stumpf. Wohl ein gutes Katana wird nicht so schnell stumpf, oder? Aha, da können wir uns einen kürzeren Weg machen, wenn wir das wollen.
so Boys and Girls. Da haben wir etwas. Komm zurück. Oh. Hey, yo. Oh. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Die Skelette. Eieiei. Stopp, Stufen auf die. Yay. So. Was gab's denn jetzt hier drüben? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Oder ist das einfach nur ein langer Weg, um da hinzukommen? Oder war das der einzige Weg? Warte mal. Wir sind da hochgekommen. Wir hätten auch da durch die Höhle gehen können. So, wir fuchteln mal mit unserem Ding hier rum. Oh. Oh, 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 oh. Oh nee. Ich hab doch Feuer gemacht, extra. Ach du Scheiße. Das habe ich ja völlig vergessen. Stimmt, also ich wusste schon, dass die Turmberis voll stark sind. Besiege alle Meister-Turmberis. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Das war also ein Meister-Turmberi. Bin erfolgreich gestorben. Ist das nicht wunderbar? Erstmal direkt versagt. Das haben wir doch gern. Du kannst nicht mehr davon tragen. Kampfaxt. Ach so, Trank. Wollte schon sagen, nicht von der Kampfaxt. Oh, macht denn der mit mir? Du Schuft. Ach, die mit ihrem doofen Schrei. Wir müssen hier mal schnell mit dem Katana eingreifen, sonst wird das nichts. Na. Sehr schön, wir haben alle Job auf dich. So. Jetzt müssen wir unsere Ehre wiederherstellen. Also bei den Tomboris oder Tomberi auf jeden Fall weit, weit weg. Sehr effektiv. Leider nicht direkt getroffen jetzt. Ja, schön, schon vorbei. Jetzt kommt nämlich das Schwierige. Jetzt kommt der Turmberi. So, ich lade schon mal auf. Oh, da ist er schon. Nein, geh weg. Was ist denn jetzt? Bin ich gemacht? Ich habe doch extra meine Kollektivhass. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich habe Angst vor diesem Turmberi-Ding. Ja.
Also Meister Tombori. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, dass es echt scheiße ist. Nein, ich kann doch nicht Weihung machen. Scheiße. Boah, wie scheiße es einfach ist. Nein, ich kann gar nicht was machen. Mal im Wirken. Jet. Verstummen. Ich bin zwar jetzt stumm, aber das ist nicht schlimm. Der Eintrag Status leiden. Ja, ich stehe. Ach, und wir sind jetzt hier. Okay. Warlord, ne? Das ist alles nicht so. Was hat der Regen uns jetzt gebracht? Kommen wir jetzt hier weiter mit dem Regen? Ach ja, wir hätten eh da lang gewusst, okay. Ein Glück, eine Sphäre. Okay. Haben wir irgendwas dazu bekommen? Mal beim Ronin tatsächlich. Was wollen wir denn für ein Ronin sein? Samurai? Wollen eigentlich schon Samurai sein, gell? Aber Krieger? Nee, wir lassen es erstmal. Wir haben das schon freigeschaltet. Ich würde gern. Wir haben noch hier 4 Punkte übrig. Die machen wir erstmal schnell. Stärke. So, da brauchen wir hier noch was. Gut, dann haben wir hier den Faustkämpfer. Und hier haben wir den Schwarzmagier. Das ist unser neuer. Verlängert die Weihungsdauer. Für der nächsten Fertigkeit. Verzeihung. Okay, ihr Lieben. Ich stehe in der Umgebung. Schreit doch schon wieder jemand. Ach, Feuerbombe. Bin das jetzt Piraten oder was? Unschön. Sind sie jetzt weg oder was? Oh, ich brenne. Das ist aber nicht so geil. Yeah.
Abenakata. Motto Ziokunaritai. Hier müssen wir runter. Wo war das hier? Warte mal. Ich bin mir noch nicht sicher. Da auf jeden Fall nicht. Wir schauen erstmal schnell nach oben. Kann erstmal da unten bleiben. Ich will erstmal hier die Dinger kaputt machen. Hey, yo! So, ich hätte gerne mal wieder Tränke. Jetzt, da ich keine mehr habe, hätte ich gerne wieder welche. Oh! Level 30, wir können den Job wechseln. Der ist aber auch belastend, seine komischen Molotov-Cocktails. Okay, hier brauchen wir Regen. Überlege ich natürlich, ob man hier irgendwie ein Geheimnis hatte, wenn ich da jetzt den Regen schon auslöse, oder kommen wir da nicht mehr weiter? Wir müssen das mal testen. Was passiert hier, wenn ich das auslöse? Mach's wieder zurück. Es ist zu viel Wasser. So, wir gucken mal hier lang. Mist. Ah, Tombori. Nein, nicht mein Kopf. Wunderbarer Kopf. Ach, Tombori. Ich sehe nichts. Okay, wir haben jetzt mehrere Probleme tatsächlich. Wir haben ihn und wir haben Tombori. Kollektiv was? Bleiernder. Was stand da? Problem an diesen Tomboris. Die wollen nie ans Leder. Nicht denn? Meistermesser. Dumm. Trübung. Todeswunsch. Oh!
Mich einfach immer direkt fast umbringt mit seinem doofen Meistermesser. So, jetzt haben wir den da noch. Ich bräuchte mal einen Trank. Bitte einen Trank. Natürlich nicht. Da müssen wir rüber. Ach. Okay. Ah. Jetzt überlege ich natürlich, wir müssen erstmal schnell unseren Job wechseln. Denn wir haben voll. Wir wollen, was wollen wir denn jetzt sein? Wollen wir mal Gladiator sein? Da haben wir schon mal angefangen. Hier haben wir auch was angefangen. Duelland. Auf jeden Fall nicht. Obwohl. Wir werden mal Duelland jetzt. So. Ausdruck ist optimiert. Wobei Duelland. Haben wir halt nichts für ein Duelland. Noch nicht mal einen Kopfschutz haben wir für ein Duelland. So. Hier haben wir sie. Hier, Rotmagierin ist sie. Jobstufe 8. Und er ist Dieb. Ja, kann man machen. Klagelied des Todes. Ah! Haben die den anderen nicht selbst rumgemacht? Sie haben seinen Willen gebrochen. Aber sie haben ihn nicht rumgemacht. Ach, hier kann man doch eh nicht mehr hoch, denn ich bin umsonst runtergelatscht. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Aber wir hatten doch eigentlich noch einen anderen Weg. Das wundert mich halt. Wir hatten ja nicht nur den Weg. Es gab ja noch einen in eine Höhle rein. Ich würde jetzt mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir werden in der nächsten Folge den letzten Tombori finden. Ich hoffe, es ist kein Mega-Tombori, sondern so ein normaler Meister-Tombori. Die sind ja schon gefährlich genug. Wir sind jetzt ein Duelland und so sieht's aus. Vielen Dank fürs Dabeisein. Habt einen schönen Sonntag, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.